Ja, wieder einmal geht ein Kapitel in meinem Leben zu Ende. Ich habe die letzten Jahre auf so einem Teil da hinten verbracht. Das war mein Job. Ja, und heute ist Verabschiedung dran gewesen. Ich gehe jetzt quasi in einen neuen Abschnitt, aber bleib bei der Bundeswehr, auch in Amerika. Und ich gucke immer wieder natürlich mit Freuden zurück auf diesen coolen Job, den ich hatte. Das Fliegen war natürlich unglaublich, ne? Also es ist ein Job wie kein zweiter, ne? Ja, jetzt haben wir noch viele Dinge zu tun. Und dann machen wir uns jetzt ran, ne? Heute ist alles voll mit gelben Wolken. Vielleicht kommt das hier nicht so richtig raus auf der Kamera, aber es ist gelb. Oder braun. Das sieht alles ziemlich komisch aus. Und wie ich sag, dass es braun ist, es regnet Matsch oder Dreck. Wie ihr sehen könnt, das Wasser ist braun, das hier runterkommt. Was zur Hölle geschieht hier? Es regnet einfach Matsch. Ich gucke auf die Kamera. Ja, ganz komisch. Schnee noch dieses Jahr, gell? Ja. Der ist bald weg. Ist die Kamera endlich? Das ist eine Stammrutsche. Toll, wenn es Schlamm regnet. Ja, so sieht das nach so einem Schlammregen aus. Ich habe die ganze Zeit im Internet versucht rauszufinden, was es jetzt endgültig war. Herausgestellt hat sich jetzt, es war ein Sahara-Sand. Und ich habe mir schon gedacht, irgendwie erinnert mich das Ganze so ein bisschen an die Einsätze damals in Afghanistan. Wenn man so einen Sandsturm hatte, dann hat man den ganzen Himmel voll gehabt mit Sand und es war alles gelb und genau so sah es aus. Jetzt wissen wir natürlich, was es war. Ja, genau. Und jetzt ist auch mein Ende quasi bei der Bundeswehr dann hier in Deutschland angekommen. Und dann geht es drüben in den USA weiter mit der Bundeswehr. Jetzt war ich ja 10 Jahre insgesamt dabei. Schon. Und ja, wie gesagt, in den 10 Jahren habe ich das auch nur in meinen 6 Afghanistan-Einsätzen mitbekommen, so ein Schlammregen. Das war echt eine verrückte Geschichte. Aber wir sehen dieses Jahr passieren echt verrückte Dinge. Jo, und dann morgen. Morgen haben wir nochmal eine richtig krasse Powerwoche vor uns. Es sind nur noch wenige Tage. Also wir haben jetzt noch 11 oder 12 Tage. Bis hier die Umzugsfirma da sein wird und alles einpackt. Und dann sind wir auch schon raus aus der Wohnung. Das ist brutal. Das ist echt irre. Wir haben heute wieder ganz viele tolle Sachen erfahren. Wie wir hier in Deutschland uns ein paar Sachen holen müssen, um uns drüben viel Kosten einzusparen. Auch diese Sachen werden wir euch alles verraten. Wir wollen euch wirklich jeden Vorzug, den man nehmen kann, euch irgendwie präsentieren und zeigen. Und dann denken wir, dass wir euch schon echt viel auf dem Weg mitgeben können, weil all das, was wir gerade mitbekommen und sehen, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das ist einfach zu viel, als dass wir auch aufschreiben können und zu viel, dass wir, was wir quasi in einem oder zwei Videos mal kurz abbacken können. Das wird wirklich lange dauern, bis wir euch alles da richtig erklärt haben. Ich denke mal, wenn wir in den USA sind, sehen wir sowieso noch ganz, ganz andere Sachen. Wie sich dort alles verhält, wie dort alles abläuft, wird sich dann wahrscheinlich erstmal drüben rausstellen. Da können wir jetzt noch relativ wenig dazu sagen. Aber was wir sagen können, ist, dass wir jetzt schon viel gelernt haben und viel gesehen haben.
Und das werden wir euch alles mit auf den Weg geben. So. Bis zum nächsten Mal. Falls das schon war, weil mal ein bisschen kürzeres Video zwischendurch, aber wir haben ja noch viel vor und wir wollen euch nicht zu viel langweilen mit irgendwelchem anderen Zeug. Ne? Bis dahin.